Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, Herr Ruinfried. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Hm? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Amaru, Intelligenz und deine Hartnäckigkeit. Du begibst dich auf einen Pfad, auf den ich dir nicht folgen kann. Aber Croft hatte recht. Vom Kukulkan-Kult. Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Wir dachten, zurück in die Zelle. Wir müssen sie doch befreien. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg. Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. Hat man nur den Dolch, beginnen die Apokalypsen. Hat man nur die Schatulle, passiert nichts. Sehr interessant. Dominguez oder Onorato? Wir haben jetzt wohl die Qual der Wahl. Trinity rekrutiert Amaru, eine kurze Mitteilung. Eine weitere Gruppe Kinder ist per Dampfer aus Khan unterwegs. Behaltet von den 10, die ich geschickt habe, bitte vor allem einen Jungen namens Amaru im Auge. Er ist von allen am vielversprechendsten, zeigt jedoch Anflüge von Missmut und beklagt sich häufig, er würde seinen Bruder vermissen. Ich schlage vor, dass ihr für ihn einen speziellen Lehrplan erstellt, sodass er zu beschäftigt ist, um Heimweh zu haben. Dominguez hat also Trinity gar nicht gegründet.
Ich dachte jetzt, er hätte diesen Kult Trinity gemacht. Priester Sonne. Noch zwei Dokumente. Oh, alles Skelette. Oder Teile davon. Mamakila-Maske. Beschwörung. Ein Bericht von Trinity. Die Priester der Stadt oder die Schamanen, falls wir zwischen den Heiden und denjenigen unterscheiden wollen, die im Lichte Gottes wandeln, traten als Erste vor. Sie waren die Ersten, die zuhörten, um mehr über den Zustand der Außenwelt zu erfahren. Viele von ihnen fühlten sich daraufhin betrogen und flehten darum, getauft zu werden. Sie kamen völlig zu Recht zu dem Schluss, dass ihr Glaube und ihre Verehrung der traditionellen Gottheiten dieses Landes unangebracht waren. Einer von ihnen formulierte es folgendermaßen: Wenn euch euer Gott vom anderen Ende der Welt bis hierher geführt hat, muss er wahrlich der Mächtigste sein, und nur ein Narr würde sich nicht vor einer solchen Wesenheit verneigen. Wir werden diesen Schamanen Englisch beibringen, damit sie es anschließend die Bewohner von Paititi lehren können. Noch ein Dokument. Oh, hier ist auch noch was. Zwei Sachen sogar. Steigt das Yucateco. Der Yucateco-Dialekt. Endlich mal. Richtlinien. Ein Memo an Trinity-Soldaten. Um jegliche Eskalation einer ohnehin schon heiklen Lage zu vermeiden, gelten für sämtliche Mitglieder von Trinity folgende Regeln. Schränken Sie Ihre Besuche der Stadt ein. Verlassen Sie das Lager nur in Kultistenkleidung. Tragen Sie keine modernen Waffen. Vermeiden Sie, wenn möglich, direkten Kontakt mit den Paitizianern. Trinity-Soldaten werden hier eingeschleust. Dann befreien wir jetzt mal Unuratu. Bin gespannt, was wir dann als nächstes machen, weil woher sollen wir wissen, wo der Lupus die Tulle versteckt hat oder mitgenommen hat? Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Herausforderungsgrab. Mitten in der Stadt. Ah ne, nicht mitten in der Stadt. Die Zelle ist... im Wasser, hinter einem Wasserfall? Tut mir leid. Niemand darf passieren. Das finde ich aber nicht nett. Tja, wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Aber hier geht's ja auch lang. Und hier geht's nämlich zum Grab. Aber das mache ich noch nicht. Also haben wir jetzt schon Grab 4 und Grab 5 aufgedeckt. Nein, 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 so nicht. Nee. Wie erreiche ich denn die Gefängniszelle? Ach so. Dranhängen. Ja, gut, dass ich die Fähigkeit habe, dass sich Lever immer gut festhält. Sonst muss ich immer mal kurz E drücken.
Weil sonst stürzt sie. Das müsste eine ganz besondere Zelle sein. Was ist das denn jetzt? Das war knapp. Ach, war das immer so bröckelt. Deshalb bin ich gerade runtergefallen. So, nochmal Schwung und zack. Hallo Vögelchen. Uiuiui. No, nur deine Fantasie. Ach, du hast nichts gehört. Na, sie ist gleich schon frei. Ich gebe euch 10 Minuten. Ich gebe mir 10 Minuten dafür. Maximal. Fehlern. Wandgemälde. Wunderschöne Federn eines Kondors waren das. Laufe ich jetzt nicht von der Zelle weg? Ich kann kaum den Boden sehen, falls es überhaupt einen gibt. Ich kann ihn sehen. Und runter. Ah, ich bewege mich aber in die richtige Richtung. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Na, ob wir wieder auf Pishkataku treffen? Wir sind ja wieder so weit unten. Ja, lang. Da oben ist eine Schnitzerei. Ist Lara jetzt auf dem Weg nach Unurato auf was noch anderes gestoßen? Ah, jetzt geht's wieder Spider-Man-mäßig an die Decke. Ach, das ist schon die
Schon das Gefängnis. Hier ist der Schalter. Dahinter muss irgendetwas sein. Oh oh, das Wasser steigt. Das ist nicht gut. Ja, Lara, guck nicht so lange. Lauf. Ein Sarkophag. Eine geheime Krypta. Wir haben eine Krypta betreten. Das hat nichts mit dem Gefängnis zu tun. Schumackers Kriegsweste aus Wolfsleder. So, und jetzt, da das Wasser gestiegen ist, können wir wahrscheinlich hochschwimmen. Die Geheimnisse der vier alten Krypten in Partiti. Nee, weil durch das Wasser können wir jetzt hier nicht hin. Ja, nochmal Luft holen. Man könnte meinen, da geht's hoch. Der sprach vorhin noch von einem unterirdischen Fluss. Ja, es ist der richtige Weg. Sonst wäre hier keine Luftblase. Irgendein anderer Weg muss jetzt frei sein. Na, ich brauche Luft. Da. Ah. So. Zurück zur eigentlichen Mission. Dafür habe ich nicht genug Platz. Und nun? Na, ich bin wirklich weggelaufen von der Zelle und bin einfach in die Krypta gegangen. Hier ist nämlich der normale Weg, wie es weitergeht. Ah, mal nebenbei wieder eine Krypta gemacht. Schon die zweite, die ich mal so mitgenommen habe. Weil ich falsch abgebogen bin. Dranhängen und weiter. Ja. Lara, wie läuft's? Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Hmm.
Na, ich versuche das jetzt mal ganz stealth-mäßig zu machen. Aber was ich mich jetzt auch frage, wenn Amaru Trinity nicht gegründet hat, wieso haben dann die Schlangenwachen von Patiti das Trinity-Zeichen? Die haben ja beiden nichts miteinander zu tun.